Was steht heute auf der Tagesordnung? Oh nee, warum fühle ich mich denn so nass? Oh, sieht so aus, als hätte einer deiner Stifte schwarze Tinte über deine Sachen geleckt, Amy. Das ist eklig, oder? Aber vielleicht ist dein Zeug nicht völlig ruiniert. Ja, so sieht eine Idee aus. Möchtest du deinen Stiften und Bleistiften ein wenig Farbe verleihen? Fülle einen großen Behälter mit Wasser und deiner Lieblingsnagellackfarbe. Nun kippe den Nagellack ins Wasser. Wenn du das getan hast, kannst du weitere Farben hinzufügen und diese nach dem Zufallsprinzip verteilen. Nimm nun deinen Bleistift und tauche ihn langsam in die Flüssigkeit ein. Und nimm ihn auf die gleiche Weise auch wieder heraus. Du kannst das so oft tun, wie du möchtest und mit verschiedenen Farben experimentieren. Wow, wo hast du denn die Stifte her? Möchtest du einen haben? Ah, danke, Amy. So macht man aus Zitronen Limonade, Mädels. Jeder, der jemals Kunstunterricht genommen hat, weiß, dass es ein absolutes Muss ist, zu lernen, wie man einen perfekten Kreis zeichnet. Leider braucht man dafür Geduld. Toll gemacht, Lehrer. Hey, Lilly, wie sieht's denn mit deinen Kreisen aus? Oh, oh, das ist kein Gesichtsausdruck des Selbstvertrauens. Oh je, diese Kreise sind alles andere als perfekt. Sorry, Lilly. Aber keine Sorge, da gibt's einen besseren Weg. Hat hier jemand Gummibänder oder sowas? Ich kann einen von Lanas Haargummis benutzen. Wenn du ein paar Bleistifte und ein Gummiband hast, kannst du dir deinen eigenen Zirkel machen. Nimm einfach zwei Stifte und befestige sie oben mit einem Gummiband oder einem Haargummi wie diesem. Nimm nun einen dritten Bleistift und lege ihn über die unteren beiden. Es sollte wie ein A aussehen. Nimm zwei weitere Gummibänder und befestige den dritten Bleistift so an den beiden anderen. Vergiss nicht die andere Seite. So wird's gemacht. Ziemlich cool, oder? Nun kannst du ganz einfach Kreise malen. Wow, der ist ziemlich perfekt. Und du kannst die Breite deiner Stifte für größere oder kleinere Kreise anpassen. Hey, wo sind denn all meine Haargummis geblieben? Lilly, warum habe ich das Gefühl, dass du dahinter steckst? Hey, nicht böse sein. Schau dir meine perfekten Kreise an. Bei dir ist es immer irgendwas, oder Lilly? Hast du dich jemals gefragt, wie deine Haare mit süßen Korkenzieherlocken aussehen würden? Och, wie können meine Haare nur so aussehen? Okay, es gibt keine bessere Zeit als diese, um diesen Look zu probieren. Ich werde einfach dieses Glätteisen nehmen und es drehen. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh je. Okay, ich werde den Spiegel mit dir teilen, wenn es dir nichts ausmacht. Hey, denkst du, du kannst mir diesen Kajal kurz ausleihen? Lockiges Haar, hier komme ich. Wickle einfach eine einzelne Strähne um einen dünnen Stift wie diesen. Drücke dann mit deiner freien Hand das Glätteisen über die Haare, die um den Stift gewickelt sind. Beeindruckend! Sieh dir das an! Eine echte Locke! Bald kannst du deinen ganzen Kopf damit bedecken. Mensch, die Haare stehen dir gut, Sophia! Oh, und hier ist dein Stift zurück, Lana. Wow! Sophia, du hast deine Haare genauso hinbekommen wie auf dem Bild! Und jetzt ist es erstmal Zeit für ein Selfie! Ich kann gar nicht sehen, was ich hier mache. Ah, ein Glück, ich habe noch eine Haarklammer. Lass mich nur mein Haar kurz zurücknehmen und sie hier hinstecken. Oh nee. Oh, riesiger Haarklammer-Fail. Oh, jetzt im Ernst? Das ist einfach nicht mein Tag heute. Ach du Arme, das ist echt blöd. Also, falls du jemals ein solches Haarclip-Problem im Klassenzimmer hast, dann haben wir tolle Neuigkeiten für dich. Wie sich nämlich herausstellt, können diese kleinen Stifte viel mehr als normalen. Nimm so einen Clip und trage etwas durchsichtigen Kleber auf. Als nächstes nimmst du einen Stift wie diesen hier und klebst ihn horizontal auf. Mach weiter so, bis der gesamte Clip bedeckt ist. Je mehr Farben, desto besser. Wow, ich muss echt sagen, das sieht viel besser aus als dein Originalclip mir. Hey, wo kriegt man denn sowas her? Ja, das kann ich dir schon verraten, aber das kostet dich was. Lass uns ein kleines Spiel spielen, ja? Glaubt ihr, ich kann den Bleistift von hier aus in der Tasse landen lassen? Und Treffer! Wow, meinst du, ich kann das nochmal machen, aber mit dem Rücken zur Wand? Hey, zweimal getroffen. Ich sollte zum Zirkus gehen oder sowas.
Okay, gibt's da etwas, das wir nicht sehen? Wie kriegst du das immer wieder hin? Hä? Was ist los? Wie machst du das denn? Ja, es geht um die Kamerapositionierung, Leute. Ich wette, ihr wusstet nicht, dass Amy da war und jedes Mal den Bleistift fallen gelassen hat. Und wir dachten die ganze Zeit, das wären Zauberstifte oder sowas. Noch schnell vorm Unterricht nochmal auf Instagram vorbeischauen, Vicky. Hey Vicky, wie läuft's? Oh, warte mal eine Sekunde, ich nehme gerade ein makelloses Modellfoto auf. Wo kommt denn der Ventilator her? Wow, du siehst ja fantastisch aus. Ach ja, ich weiß. Ich schätze, ich werde hier noch ein bisschen was retuschieren. Ach du meine Güte, bin ich das? Oh, ich wusste, dass ich gestern Abend früher ins Bett hätte gehen sollen. Warum bin ich überhaupt zum Unterricht gekommen? Oh, ich sehe echt gruselig aus. Hey, warte mal. Ich weiß, wie ich etwas Farbe ins Gesicht bekomme. Hast du gerade ein paar Farbstifte? Perfekt. Fülle ein Glas mit Wasser und stelle ein paar Farbstifte mit der Spitze nach unten hinein. Lass die Stifte jetzt einfach ein paar Minuten lang einweichen. Schau mal, was da passiert. So, das waren 10 Minuten. Jetzt kannst du sie rausnehmen. Nun, da die Stiftspitzen weich sind, kannst du sie als Eyeliner verwenden. So, schau dir mal dieses tolle Regenbogenmuster an. Okay, Vicky, ich bin bereit für mein Insta-Story-Debüt. Das ist cool. Wie hast du das denn gemacht? Ah, das zeige ich dir nach dem Unterricht. Es ist einfacher, als du denkst. Tada! Siehst du? Okay, lass uns schnell ein Selfie machen, bevor der Unterricht losgeht. Einmal bitte das klassische Knutschgesicht und die Regenbogengöttin. Sehr schick. Also, beim Streichespielen geht's darum, den richtigen Moment abzuwarten. Siehst du, was ich meine? Hey, wer hat denn das durchgestrichen? Ah, sie macht das schon wieder. Schnell, schau mal. Amy! Wo ist denn mein Textmarker? Übrigens, das ist ein Spiel für zwei. Für diesen Streich nimmst du den Radiergummi vom Bleistift ab. Und du ersetzt ihn durch einen Kaugummi. Einen rosanen Kaugummi natürlich. Perfekt. Ah, hier ist er ja. Im Ernst? Wirklich, ganz toll. Hä, was ist denn mit dem Radiergummi los? Radiergummi? Du meinst wohl Kaugummi. Komm schon, warum funktioniert denn das nicht? Ist es Kaugummi? Igitt! Ich habe doch gar keinen gekaut. Von wem ist der denn? Ja, das kommt davon, wenn du auf meinen Sachen rumkritzelst. Alles nur Spaß, oder? Hier, nimm mein Radiergummi. Kennst du das? Du sitzt im Unterricht und kannst an nichts anderes mehr denken als ans Pinkeln. Herr Lehrer, dürfte ich mal aufs Klo? Wisst ihr, was Amys Selbstporträt noch besser machen würde? Ein großer alter grüner Schnurrbart natürlich. Klar, ein ganz guter Streich, aber da geht noch was. Such so einen Stiftebecher und nimm die Stifte raus. Jetzt nimm einen Pinsel und fixiere ihn mit Gummiband an einen vollen Trinkbecher. Steck danach den Plastikbecher in den Stiftebecher. Zu guter Letzt nimmst du alle Stifte und Pinsel und platzierst sie um den Becher herum. Vergewissere dich, dass der Becher kaum noch durch die Stifte und Pinsel zu sehen ist, die du um ihn herum platziert hast. Mal schauen, ob der Trick funktioniert. Ach nö, meine schöne Arbeit, einfach vernichtet! Okay, noch ist nichts verloren. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Mal sehen. Wo ist dieser kleine Pinsel, mit dem ich vorhin gearbeitet habe? Ich glaube, du meinst den hier? Überschwemmung! Sieht aus, als hätte dein Porträt eine böse Kopfverletzung, Amy. Ich glaube das jetzt nicht. Und der Pulli ist frisch gewaschen. Mia, das kriegst du zurück. Du musst schon zugeben, das war ziemlich witzig.